Hallo und damit ein recht herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Alien Isolation im Albtraum-Modus. Wir sind hier gerade dabei, den Transit wieder zu aktivieren und wir haben eben schon in der letzten Folge gehört, dass hier ein Android eingesperrt ist und das macht mir gerade so ein bisschen Angst. Und ich würde sagen, wir drücken jetzt einfach mal auf irgendwelche Knöpfe rauf. In der Hoffnung, dass es gut verläuft. Oh, das klingt nicht gut. Jemand hat alles ausgeschaltet. Mhm. Hallo? Ich weiß, dass hier jemand drin ist. Das ist kein Androide. Reg dich ab, du Drecksandroid! Warte mal. Der kommt hier aber nicht runter, ne? Der bleibt da oben, glaube ich. Hoffe ich mal. Hebel benutzen. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe keine Ahnung. Ich will kämpfen, lieber aus dem Weg gehen. Man kann niemandem trauen. Ich muss mir selbst den Weg durchschlagen. Ich habe auf jeden Fall was gehört. Nein, da war niemand. Was habe ich denn jetzt aktiviert? Ich habe den Hebel umgelegt, aber... Fehlalarm. Ja, das war nur eine Ratte gewesen. Boah, ich sehe hier echt einen feuchten Furz gerade. Hier hinten. Ich will dem Typen erstmal aus dem Weg gehen, ja? So, wieder irgendwelche Knöpfe drücken. Nein, was haben Sie getan? Ich hab nichts gemacht, ist alles gut. Sie sollten nicht hier sein. Wer? Ach, jetzt schnappt er sich den. Was zum Teufel soll das? Hey! Ja, komm, mach ihn platt. Ja, ich habe leider keine Munition mehr. Scheiße. Hilfe, ich habe keine Munition mehr. Lassen Sie mich. Gehen Sie weg. Scheiße. Leute, ich habe keine Muni mehr. Hat der hier vielleicht was? Doch, das kann toleriert werden. Müssen Sie einfach nur zulassen. Och, nö. Och, nö. Och, das muss doch nicht sein. Nein! Geh weg! Hallo? Nein, jetzt! Mann, lass mich doch in Ruhe, du Blöder! Was? Instant Kill! Genau, natürlich, super! Oh nee, jetzt haben wir... Oh, scheiße, jetzt sind wir am letzten Speicherpunkt, ne? Jetzt müssen wir ganz wieder hochfahren und alles. Oh nein! Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen. Bitte melden Sie jegliche Transitfehlfunktionen umgehend. Ja, der Transit läuft nicht. Ah, scheiße. Wir haben 3 Revolverschuss. Wie oft habe ich aufgeschossen? Ich weiß es gerade echt nicht. Ich glaube aber 3-mal, ne? Und ich meinte, die Androiden, die versagen bei 6 Kopfschüssen. Die Taktik war gar nicht mal so blöd gewesen, glaube ich, dass wir den Androiden erstmal hier auf den anderen Typen losgelassen haben. Ey, was hat die denn hier immer? Die checkt das irgendwie nicht, dass ich hier L drücke. So, einmal den Fahrstuhl rufen. Sollen wir mal kurz überlegen. Haben wir irgendwas hier im Molotow? Ja gut, Rohrbombe wäre geil. Ich glaube, eine Rohrbombe wäre echt genial. Molotow, Blendgranate, Rauchgranate, Läuferke. Ich weiß nicht, so ein Elektroschocker, hilft der? Ich glaube, du kannst vielleicht mit dem Elektroschocker ihn erstmal für kurze Zeit außer Gefecht setzen. Weiß ich nicht. Also gut, wir haben Molotow, wir haben Elektroschocker. Wir haben 3 Pistolenschüsse und den anderen Typen, der ihn ja schon mal ein bisschen fertig machen kann. So, hier nochmal kurz alles einsammeln. Ich glaube, hier hinten war ja noch irgendwo eine Schlüsselkarte gewesen. Die schnabuliere ich mir nochmal ganz schnell. Ist schwierig. Genau, guck, da hinten liegt die nämlich noch. Die nämlich, ich glaube, das ist aber einfach nur sammelbar. Die Ausweiskarten. Ich glaube, die sind einfach nur... Dann kannst du später sagen, hey, ich habe alle Ausweiskarten gesammelt. Dann kannst du vor deinen Freunden ein bisschen angeben. Hey, ich habe das... Ist ja gut, nimm das Ding runter. Danke. So, wenn wir das jetzt aktivieren, dann kommt der Typ rein. Dann müssen wir den da aktivieren. Und dann das da. So.
ausgeschaltet. Ja. So, jetzt kommt der Macker wieder rein. Ich weiß, dass hier jemand drin ist. Nee, hier ist niemand. Hier ist niemand. Ich darf hier sein, ich habe Asyl. Was? Habe ich nicht gesagt. Reg dich ab, du Drecksandroid! Reg dich ab, du Drecksandroid! Ach, wir haben, warte mal, Molotow haben wir noch gar nicht gebaut, ne? Weint der gerade? Was hat... Mit... Hä, der heult und dann fängt er plötzlich an mit... Der Schrotthaufen, kannst du ja gar nichts mehr machen. Nein, was haben sie getan? Ich nicht! Ali, nix schuld! Sie sollten nicht hier sein. Okay, pass mal auf. Wir fangen wir erstmal den Molotow vielleicht? Was machen sie hier? Kann nicht glauben, dass die Arschen... Leute wie du... Okay. Nein! Ich dachte, nein, scheiße, ach, jetzt habe ich alles verballert, so ein Mist. Okay, warte. Jetzt, okay, warte, wir jetzt hier voll raufklatschen. Ja, wir haben ihn, glaube ich, wir haben ihn. Oh, Alter, hat funktioniert. Hat funktioniert auf jeden Fall. Strategisch denken, Schläge schenken. Das ist mein Motto. So, der andere Typ, der ist jetzt, glaube ich, tot. Den haben wir, glaube ich, aus Versehen mitverbrannt. Oder der ist einfach nur... Nee, der ist verbrannt. Ja, der ist... Grüße gehen raus an Darth Vader. Oh, gut. Okay, wir sind jetzt hier erstmal sicher. Hoffe ich. Also, wenn jetzt irgendwie noch Pimmelkopf um die Ecke kommt, dann bin ich weg. Dann beende ich das Let's Play. Oh. Ich glaube, der wurde vom Androiden wahrscheinlich umgelegt. Revolver-Munition, ja, vielen Dank. Dankeschön, dass du mir das jetzt gibst. Hättest du das nicht mal früher sagen können? Komponente B. Ja. Hier ist wieder ein Terminal. Ach, das haben wir gut hinbekommen eigentlich. Das geht. War ganz in Ordnung. So, hier wieder Texte. Kein Audiolog, Zubehör, auch nichts. Hm. Strom wiederherstellen. Ach, wir müssen wahrscheinlich noch irgendwas machen. Wir müssen noch irgendwas machen. Ein Kaffeebecher. Ich mag Kaffeebecher. Die sind so unschuldig. Und sie haben Henkel. Und dadurch sind sie einfach doppelt so cool wie ein Glas. So. Müssen wir hier nochmal... Nice. Steigen Sie ein. Ich hatte ein paar Probleme und es wird etwas länger dauern. Wir können warten. Taylor nicht. Ich nehme die nächste Gondel. Ihre Entscheidung. Ich mache noch mal kurz hier wegen Thumbnails. So. Ja, gut. Ein paar Screenshots gerade mal kurz gemacht. Das hätten wir dann wieder hochgefahren. Jetzt kommen wir hier wahrscheinlich weiter. Jo, jetzt ist die Tür offen. Also, Transit läuft wieder, das ist schon mal gut. Und hier ist ein fucking Speicherpunkt. Hätte ich den immer... Warum krieg ich mir den nicht früher, Mann? Stattdessen, wenn du da jedes Mal am Verrecken wärst, müsstest du immer wieder neu hochlaufen. Ist doch scheiße. Die haben das so mies platziert. Lötlampe. Cool. Ach, geil. Jetzt können wir uns auch endlich mal da überall durchschweißen, ne? Oder löten. Aber löten ist ja was anderes. Löten ist ja verbinden. Nee, warte mal. Wie war das nochmal? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich hatte ja vor kurzem Schweißlehrgang gehabt. Ich habe alles wieder vergessen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, löten war mit irgendeinem Zusatzelement zwei Metalle miteinander. Ach komm, ist auch scheißegal. Wir sind hier, wir wollen hier nicht lernen, wir wollen hier spielen, wir wollen Spaß haben. Lötlampe benutzen. So. Machen wir mal auch, auch das Ding. Vor allem das Geile ist auch, ne? Da ist so extra so ein Schutz dran, ne? Da ist extra so ein Schutz für die Augen dran, ne? Und sie hält das genauso, dass das Licht perfekt in die Augen fällt. Du bist sehr intelligent, Ripley.
wer schon mal gelötet oder geschweißt hat, der wird wissen, dass diese Dinger fucking hell sind. Also richtig hell. So, mal weg das Ding hier. Ja, einmal. So, hätten wir. Warum gehen wir jetzt eigentlich hier durch? Hätten wir nicht einfach mit dem Fahrstuhl wieder zurückgehen können? Oder beziehungsweise fahren können? Habe ich gerade Geräusch gehört? Oder ist das nur die Musik gewesen? Ich hoffe, das war nur die Musik. Okay. Was ist das hier? Achso, hier können wir nichts machen. Hier ist aber wieder eine Ausweiskarte, die nehme ich natürlich wieder gerne mit. Und wieder ein weiterer Audiolog. Sinclair hier. Wir brauchen Vorräte. Nehmt, was ihr kriegen könnt von allen, die euch in die Quere kommen. Ich habe im Wohnbereich eine Ecke gefunden, in der wir uns verschanzen und auf Hilfe warten können. Ich habe Leute beordert, die Lüftungsschächte zuzulöten und die Fahrstühle auszuschalten. Der Plan ist es, hier alles wasserdicht zu machen. Wir haben keinen Platz für mehr Leute im Zufluchtsort, aber wir können Raum für Nahrung, Medikamente, Wasser und Waffen schaffen. Wenn wir alle hier Leben durchbringen wollen, können wir uns kein Mitleid erlauben. Ja, da hat er schon zum Teil irgendwie recht. Allerdings ist dieses ganze Verbarrikadieren dann doch zu einem Nachteil geworden für uns selbst. Können wir hier irgendwas Besonderes machen? Ich schau mal ganz kurz. Luftreinigung. Kamerafeed. Türzugriff. Hey, warte mal. So, Hebel benutzen. Ich weiß jetzt gar nicht, was wir mit dem Türzugriff jetzt gemacht haben. Eigentlich müssten wir jetzt ein paar Türen offen gemacht haben. Offen gemacht vor allen Dingen. Aufgemacht. Ach, guck mal, die ist jetzt zu. Da kommen wir jetzt nicht mehr durch. Aber wir sind jetzt auch schon wieder hier unten, wo wir vorhin angefangen haben. Beziehungsweise nochmal hochlaufen mussten. So, und Taylor, Samuels und Ricardo, die sind ja alle schon losgelaufen. Ripley, wir haben vor dem Aufbruch Stimmen gehört. Passen Sie auf sich auf. Ja, es ist ja vielversprechend. Schön, ich speichere erstmal ganz kurz, ja? Einfach nur so. Hat keinen besonderen Grund. Sie haben also Stimmen gehört? Das ist ja schön. Wo müssen wir überhaupt hin? Sieht mir aus, als ob... Ja, ich rufe den Transit jetzt einfach mal. Da kommen wir hier, da kommen wir hier, da kommen wir hier. Ich geh mal kurz in den Lüftungsschacht rein. In den Lüftungsschacht. Mann. In den Spind. Vielleicht hat er eine bessere Gegend für Plünderungen gefunden. In diesem Schrotthaufen. Entweder das oder wir schließen uns endlich auf dem Habitatdeck. Die haben Waffen. Wenn ihr etwas seht, egal was, schießt. Hier drüben ist nichts. Hm. Geh weg. Geh. Hallo. Hau mal ab, du. Sucht was weiter. Macht der da? Das gefällt mir nicht. Hier drüben ist nichts. Ach, die können ja auch reingucken. Die können ja auch reingucken. Die Arschlöcher. Ich hoffe doch schwer, dass das ein falscher Alarm ist. Hinterlassen Sie keinen Abfall. Genau, haut alle wieder schön ab. Ich wusste gar nicht, dass sie auch reinschauen finden können. Wir Sinclair. Wir sollten uns auf keinen Fall aufteilen. In der Gruppe sind wir sicher. Doch, immer aufteilen. Das lernt man in jedem Horrorspiel. Immer aufteilen. Sind die jetzt alle wieder oben? Sieht sicher aus. Warum kann sie den Spind nicht mal leise aufmachen? So, komm, ich hau ab. Auf geht's. Solomons Habitat, ne? Oh, Leute. Alter, so. Mit EMP-Granaten, also mit EMP-Geräten lassen sich Androiden kurzzeitig außer Gefecht setzen. So, vermeiden Sie Konflikte oder stellen Sie sich zumindest sicher, oder stellen Sie zumindest sicher, dass Sie genügend Munition für einen Kampf haben. Ja. Ich sag mal einfach nichts dazu, ne?
So, wurden sie entdeckt, laufen sie weg, verstecken sie sich oder gehen sie aus... Danke. Gut, schwarzer Ladebildschirm. Salamoons Habitat. Kehren Sie zu Samuels, Taylor und Marshall und den Marshalls zurück. Es waren ja zwei gewesen, genau, es waren ja zwei Marshalls. So, die Tür öffnet sich. Haltestelle für Salamons Galerie, Colonial Marshall Büro und Siegs in Wohnbereichen. Sieht hier auf jeden Fall ein bisschen netter aus, mit ein bisschen Grünzeug und sowas. Ist auf jeden Fall ein bisschen wohnlicher. Aber wir speichern trotzdessen erstmal. So. Ich schau noch mal ganz kurz wegen Loot, ne? Ich hoffe, das ist okay. Wir hatten jetzt lange keine Action-Sequenzen. Ja, okay, doch, hatten wir eben gehabt. Also richtig heftig Action auch nicht mehr. Ach, guck mal, hier ist noch eine Kiste. Ist leider natürlich wie immer nichts drin, ne? Und man sieht das jetzt ja auch bereits. Was ich ja schon mal erwähnt hatte in einer anderen Folge. Man könnte jetzt theoretisch durch die ganze Station reisen. Überall, wo wir schon gewesen waren oder es sogar teilweise noch hingeht. Könnten jetzt überall nochmal hingehen, looten und teilweise noch Türen aufmachen, wo wir vorher noch gar nicht durchkamen. Ripley, wir sind im Marshall-Büro. Gehen Sie einfach oben auf der Treppe rechts. Es ist nicht zu verfehlen. Oben. Kein Empfangskomitee? Kommen Sie einfach hoch. Wait, Ende. Oben auf der Treppe rechts. Okay. Keep out. Oben auf der Treppe rechts hier, oder was? Fuck the Marshalls. Hier sind wieder unnötige Karten. Piep, 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 piep. Beruhig dich. Beruhig dich. Wir sind jetzt sicher. Waits hat einen Plan. Einen Plan? Wirklich? Ach so. Seine verdammten Pläne haben uns bisher nicht besonders geholfen. Okay, hier sollten wir jetzt eigentlich hingehen. Ich will trotzdem noch mal mich dort hinten umschauen. Jetzt sind wir hier sicher. So, hier ist noch eine Kiste. Also wir gehen da gleich hin, das ist ja das Marshall-Büro. Aber ich will vorher noch mal ganz kurz gucken, ob hier irgendetwas ist, weil wir müssen wirklich alles mitnehmen, was nur geht. Also müssen eigentlich nicht. Ich hab's ja schon mal gesagt, man kann das Spiel ja auch ohne diesen ganzen Hilfsmittelkram hier durchspielen. Wir haben nur noch einen Revolverschuss. Ich hätte gerne ein wenig mehr. Aber gut, dass sie vorher noch nicht so viel verbraucht hatte, ne? Weil sonst wären wir, glaube ich, echt am Arsch gewesen in der Androiden-Situation eben. Da hätten wir es, glaube ich, nicht lange durchgehalten. Aber ansonsten ist hier, glaube ich, nichts mehr. Überall Keep Out. Keep Out, Keep Out, Keep Out. Und rote Kreuze. Das sieht irgendwie cool aus, eigentlich. Gut, pass auf, wir gehen mal ins Marshall-Büro und schauen mal, was die so für uns haben. Rip Sevastopol, ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ah, ein kleiner Fernseher, süß. Gut. Tag, Leute. Waren Sie das? Haben Sie den Transit zum Laufen gebracht? Ja. Gute Arbeit. Oh, danke sehr. Gut, endlich kriegen wir mal ein bisschen Lob. Danke sehr, die Frau. Vielen lieben Dank. Ja. Schön. Cool. So, du, wie geht's dir? Wer sind die überhaupt? Das sind jetzt einfach Überlebende, die wir hier aufgenommen haben, glaube ich. Mhm. Ist das ein Marshall? Warte mal. Ist es einer von den Marshalls? Ich glaube nicht, ne? Und da ist auch der gute... Wie geht's Taylor? Herr? In stabilem Zustand. Sie ist bald wieder auf den Beinen. Samuels ist gerade bei ihr. Okay. Sie haben den Transit in Gang gebracht. Schätze, wir sind quitt. Wo steckt Ricardo? Bereitet unsere nächsten Schritte vor. Hören Sie, ich bin beschäftigt. Marlow sitzt hinter Gittern. Der Abschaum, der mit ihrem Flugschreiber rumgelaufen ist. Wo ist Marlows Schiff? Die Anisidora? Die hat er in Parkbahn um den Gasriesen gebracht. Der Scheißkerl will uns nicht die Betriebscodes geben, um sie per Autopilot hierher zu bringen. Vielleicht können Sie mehr aus diesem Idioten rauskriegen. Sprechen Sie mit ihm. Marlow.
Und der hat anscheinend den Flugschreiber gefunden und... Warum kann ich... Das ist doch ein Bauplan. Kann ich den nicht mitnehmen? Manu. Will den mitnehmen. Wir speichern erstmal ganz kurz, würde ich aber sagen. So. Der gute Marlow. Der will die Betriebscodes nicht rausrücken, um die... Ja, sein Schiff eben halt hierher zu holen. Aber warum? Ich meine, er will doch auch hier runter. Ich schaue mich erstmal wieder ein bisschen um, aber ich glaube, hier können wir überall noch nicht rein. Tür verschlossen. Ah, hier ist noch eine Kiste. Reformation! Yeah! Geil! So, lade ich direkt mal kurz nach. So, ein Schuss mehr, das ist doch wundervoll. Wo ist der Gute denn überhaupt? Ist das eine Waffe? Ich will da rein! Warum ist die Tür abgeschlossen? Ich will da rein! Oh, warte mal, ich glaube, hier liegt was. Ja, Schrott, geil, nehme ich wieder mit. Super, perfekt. Ach, hier ist der. Ach so, und jetzt... Ach so. Marlo? Wer fragt? Ich bin Ripley. Die Firma hat mich geschickt. Schon für den Flugschreiber hier? Ihr seid ganz schön eifrig, das kann ich nicht abstreiten. Ich bin aus privaten Gründen hier. Meine Mutter war auf der Nostromo, als sie vor 15 Jahren verschwand. Tatsächlich? Verdammt. Also, scheiße. Wir haben ihr Schiff nie gefunden, Ripley. Nur den Flugschreiber. Aber sie haben ganz klar was anderes gefunden. Was ist da draußen passiert? Ich muss hier raus, Ripley. Vielleicht können wir einen Tausch machen. Legen Sie einfach los. Ich will alles wissen.